Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Blauzahn. Ja, heute geht's mal wieder um Drohnen. Es ist jetzt genau ein Jahr später. Vor einem Jahr habe ich zur Mavic Mini einen Reichweitentest gemacht. Die ist 1600 Meter weit gekommen in eine Richtung und bin ich umgedreht, weil dann der Empfang weg ist. Jetzt ist die neue DJI Mini 2 auf den Markt gekommen. Die habe ich mir gekauft und für die Leute, die schon eine Mini haben, ja, für die besteht eigentlich kein Grund abzudaten. Aber ich als Technik-Fan habe jetzt meine Mini verkauft und mir die Mini 2 gekauft. Und von den technischen Daten her ist es so, dass es jetzt 4K gibt statt 2,7K, mehr Megabits für die Aufnahmequalität. Dann haben wir stärkere Motoren und einen stärkeren Akku, leicht stärker, ja, so dass die 20 km/h mehr Windwiderstandsfähigkeit hat. Sie ist knapp 20 km pro Stunde schneller, hat USB-C, also einige Verbesserungen, die mittlerweile eingeflossen sind. Und die größte Verbesserung ist, dass es keine Wi-Fi-Drohne mehr ist, sondern OcuSync 2 hat, auch wie die Mavic Air 2 oder wie die Mavic Pro. Und dementsprechend ist die Reichweite wesentlich höher, wahrscheinlich. Das werden wir jetzt in dem Video sehen. Und dazu habe ich nämlich einen Test gemacht. Auch wenn die Drohne unter 250 Gramm wiegt, besteht natürlich eine Versicherungspflicht. Also Versicherung abschließen, kennzeichnen ist ganz sinnvoll, ja, aber es besteht keine Pflicht. Und wichtig ist, man darf außerhalb der Sicht fliegen, was nicht außerhalb der Sicht ist, wenn man über einen Bildschirm das Ganze verfolgt bei einer Drohne, die unter 250 Gramm wiegt und wenn man nicht höher als 30 Meter fliegt. Dann darf man das machen. Natürlich darf man trotzdem nicht über Privatgrundstücke fliegen. Deswegen habe ich mir ein großes, weites Feld ausgesucht und bin um die Privatgrundstücke oder über die Wohngrundstücke herumgeflogen. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin mit meinem Elektroroller hingefahren, hoch aufs Feld und jetzt schauen wir mal. Maximum flight altitude reached.
ja, ich würde sagen, das war gar nicht mal so schlecht. Ich hätte natürlich noch mehr Akku sparen können, wenn ich die ganze Zeit nicht im Sportmodus geflogen wäre. Im Normalmodus kommt man dann mit der Akkuladung doch wesentlich weiter. Aber es war so mit 4,5 Kilometern wirklich schon an der Grenze von der Empfangsqualität, gerade wenn man nicht so hoch fliegt. Aber mehr war nicht erlaubt und deswegen finde ich, das ist ein fantastisches Ergebnis. Das ist ein Extremtest gewesen, ist nicht die Regel, aber was gut ist, ist die Empfangsmöglichkeit dann auch unter schlechten Bedingungen, dass man, wenn man innerhalb der Sicht fliegt, wenn man irgendwas Schönes aufnehmen möchte, dann keine Probleme hat mit der Empfangsstärke und sich da keine Gedanken drum machen muss. Das war alles, macht's gut, tschüss.